Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video geht es um das Bestehlen von Kunden, beziehungsweise wenn ein Computerladen in eurer Nähe einen Kunden oder beziehungsweise euch als Nutzer bestehlt. So, erstmal zu meiner Geschichte, da ich ja jetzt Besitzer einer neuen Grafikkarte bin, ist die Sache, dass ja, ich euch erstmal die Story erzähle, wie es halt dazu kam und so weiter und so fort. Also, ich hatte ja noch einen ganz alten Computer und diesen alten Computer habe ich dann einfach mal, weil der irgendwie ging da gar nichts mehr dran. Ich hatte zwar schon einen Verdacht, was es eventuell sein könnte, aber das Ding war, ich wusste es jetzt nicht direkt und habe den dann einfach mal zu einem Computerladen hinschicken lassen. Hat wohl 20 € gekostet, diese Fehleranalyse, und habe dann natürlich gesagt bekommen, dass dieser Computer irgendwas an einem, ja, an dem Mainboard, also im Motherboard, defekt hat. So, und ja, das Ding war, ich habe das dann, habe den Karton und alles gegeben, auch noch das bei denen damals geholt hatte, dieses Mainboard extra. Und nachdem ich es denen halt gegeben habe, hieß es so, ja, es dauert eine Weile, dann kriegen sie den Computer wieder. So, nach einigen Wochen des Wartens war es dann halt natürlich so, dass, ja, wie soll ich sagen, die sich überhaupt nicht gemeldet haben. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ey, was ist da jetzt los? Geht da gar nichts mehr? Ich will jetzt endlich auch mal den alten Computer wieder aufrüsten und so. Jetzt geht da gar nichts. Was ist da los? Und habe auch mal angerufen, aber irgendwie hieß es dann so, ja, nee, das geht nicht. Die sind da noch dran am Werkeln und es könnte noch eine Weile dauern. Wir rufen sie an. Und ja, nach einigen, ich sag jetzt mal wirklich Monaten des Wartens, ich meine, es war mir eigentlich sowieso scheißegal, weil ja, ich hatte einfach die Zeit zum Warten, weil ich konnte ja noch zocken. Aber jedenfalls, ich wollte ja diesen PC, wollte ich ja eigentlich jemandem verschenken. Und das Problem war jetzt einfach, also ich wurde natürlich halt gefragt, ja, wie sieht's aus? Und ich konnte auch nur das sagen, was die Computerleute mir da gesagt haben. Und irgendwann hat es mir dann einfach mal gereicht. Dann bin ich hingegangen, habe gefragt, ja, Leute, wie sieht's aus? Und dann hieß es, ah ja, den können Sie mitnehmen. Und dann dachte ich, ja gut, okay. Also habe ich mir den einfach mal mitgenommen, ne? Bin dann so nach Hause gegangen. Ja, und ich habe aber sowieso schon mich gewundert, irgendwie ist der leichter, irgendwas anders. Naja, bin halt nach Hause gegangen und mach dann den Computer so auf und guck so, was da noch so drin ist. Und auf einmal stelle ich fest, oh, da ist ja gar nichts mehr drin. Der Arbeitsspeicher war weg, die Festplatte war weg, die Grafikkarte war weg. Ich dachte erstmal, jo, richtig geil, ne? Ich bin da wirklich schon fast ausgerastet. Am liebsten hätte ich diesem Bastard die Fresse eingeschlagen da am Tresen, aber dann dachte ich, ja, okay, komm, scheiß drauf. Und die Sache war einfach, ja, ich bin dann ruhig geblieben, habe dann einfach nochmal angerufen. Ich habe gesagt, entschuldigen Sie, ist da ein Fehler unterlaufen? Ja, da fehlen einige der Komponenten. Dann hieß es so, ja, nee, die haben wir da rausgenommen. Ich so, hä, wie, die habt ihr da rausgenommen? Ja, na, sie hatten sich ja länger nicht mehr gemeldet und dann haben wir die jetzt entwendet. Und ich so, das können Sie doch gar nicht machen. Wieso entwenden Sie einfach die Komponenten meines Computers? Das dürfen Sie gar nicht. Also gesagt, naja, doch, wenn Sie nicht anrufen, oder wie hat er gesagt, ja genau, wenn Sie nicht anrufen oder wenn Kunden sich sowieso nicht länger melden, dann nehmen wir die einfach raus. Aber das ist doch keine Berechtigung. Naja, jedenfalls bin ich dann irgendwann mal da aufgekreuzt. Ich habe gesagt, so passen Sie mal auf, ich will jetzt meine Sachen wieder haben. Das geht nicht, was Sie hier machen, ja. Also, ihr müsst bedenken, der Laden war voll, ja, also es standen da wirklich Leute drumrum und ich bin dann hingegangen und habe dann gesagt, passen Sie mal auf, ja, und ich habe auch wirklich laut gesprochen. Ich habe gesagt, wissen Sie was? Die Leute, die kommen hierher, weil sie ihnen vertrauen und das, was sie machen, ja, ist die Leute zu verarschen, ja. Hier, die eine Frau zahlt hier 40 €, damit sie in Windows wieder neu rausspielen und sie klauen mir die Festplatte und alle anderen Sachen. Was soll denn der Scheiß, ne? Ich meine, ich könnte sie auch jederzeit anzeigen und ich werde eventuell auch rechtliche Schritte gegen sie einleiten, wegen Unterschlagung und Diebstahl. Was fällt Ihnen eigentlich ein? So, und dann hieß es so, ja, ist kein Problem, wir gucken mal, was wir da machen können. Ja, dann hat er irgendwie so seinen Kollegen da nach hinten geschickt und der hat dann irgendwie die Festplatte gefunden. Er hat ihm sogar noch gesagt, ja, die waren Müll zu finden. Ich so, ja, cool. Arbeitsspeicher habe ich auch direkt wieder bekommen. Mit dem okay, das Mainboard war ja eh schon drin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fehlt aber noch was. Und dann hieß es so, ja, was denn? Ja, die Grafikkarte. Und dann hat er gesagt, ja, nee, mit der Grafikkarte müsste ich da mal gucken. Ich habe gesagt, nee, da müssen Sie nichts gucken. Freundchen, das ist eine Schadensregulierung, die Sie da zustande bringen müssen, ne? Und wenn dieser Schaden nicht reguliert wird, dann sieht es scheiße aus, aber eher für Sie. Und dann hat er gesagt so, ja, nee, das kann er jetzt so nicht machen und sonst wie. Und der war so unfreundlich, dieser Miskerl, er hat sich nicht mal entschuldigt. Ey, ich bin wirklich fast geplatzt. Am liebsten, ich hätte ihn mir packen können, ich hätte, keine Ahnung, ihn am liebsten zusammenschlagen können, immer schon die
Fresse rein. Ich bin so fast ausgerastet, weil in mir wirklich, ich war so wütend, weil es geht nicht, ne? Da ist ein Kunde, der wird wie Dreck behandelt, man kriegt nicht mal eine Entschuldigung oder so, dann heißt es noch so ganz dreist, ja, sie haben sich ja nicht gemeldet und ne, ich war wirklich geladen in dem Moment und ich dachte, ja, komm, ist schon in Ordnung. Dann ja, war halt einfach die Sache, ich habe gesagt, okay, wir machen das folgendermaßen, haben Sie denn andere Grafikkarten bei Ihnen? Hat er gesagt, nee, hat er nicht. Also ich habe gesagt, jetzt so von der GeForce GTX-Reihe, einfach mal so, ne? Und drin war ja eine 9800 GT, wohl bemerkt. Und dann hat er so gesagt, ja, nee, das hat er nicht, das geht jetzt nicht. Er kann mir aber eine andere Grafikkarte anbieten. Habe ich gesagt, na, dann zeigen Sie mir die mal. Hat dann irgendwie unten so in seiner kleinen Kiste, die er unterm Tresen hat, hat er geguckt, dann hat er die rausgeholt, hat dann mir die gegeben und hat er gesagt, hier, die ist sogar noch besser als die drinne, die sie drinne hatten. Also noch besser als die 9800 GT. Und ich gucke mir das Teil an und ich sage zu dem, entschuldigen Sie, ist das hier ernst? Und er sagt, wieso? Ich so, das Ding ist total zerkratzt, verstaubt. Und ich weiß nicht, wer das Teil noch drinne hatte. Und ich glaube auch nicht, dass ich auf dieses Gerät irgendwelche Garantie noch bekommen könnte. Also was soll der Scheiß? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, nee, die ist besser und so, ne? Und ich sehe, so, ja, wie heißt denn die Grafikkarte? Und da sagt er so 4870. Ja, 4870, was ist das für eine Bezeichnung? Ich möchte gerne mehr Details. Ja, Hiss. His sagt ihnen doch was, ne? Und ich so, ja, His ATI, His 4870 und die hat wohl bemerkt 512 MB und nicht 1 GB wie meine GeForce 9800 GT. Da hat er erstmal geguckt, diese kleine Missgeburt. Dann habe ich gesagt, so, ich sag ihnen jetzt mal was, ist mir jetzt scheißegal. Sie haben in ihrem Shop eine GTX 660 Ti, die kostet 120 Euro bei ihnen und diese Grafikkarte, die ich hatte, die sie angeblich nicht mehr bestellen können oder auch nicht wieder beschaffen können, kostet 100 Euro. Ich möchte, dass sie bitte bei ihrem Chef anrufen und da mal bitte nachfragen, wie es aussieht, weil es kann nicht sein. Hat er gesagt, ja, ich rufe sie dann in der nächsten Woche an und so. Und das Ding war dann, ja, ich habe eine Woche gewartet, hatte sogar noch Besuch, also war es jetzt nicht so weiter schlimm. Und irgendwann später dann dachte ich mir so, also es war dann eigentlich Montag, ne? Eine Woche rum, genau eine Woche nach Montag. Und ich dachte so, ey, sag mal, will der mich jetzt wirklich verarschen? Er hat immer noch nicht angerufen. Ey, und dann bin ich wirklich, ist mir wirklich der Arsch geplatzt. Ich dachte so, ja, komm. Wenn kein Anruf kommt, dann melde ich mich einfach mal selber bei dem Geschäftsführer. So, und ich habe da mal einen kleinen Brief für euch verfasst, also besser gesagt, den ich auch wirklich halt abgeschickt habe. Und ich lese ihn euch mal vor. Sehr geehrter Herr, in Ihrer Filiale haben wir im Zeitraum zu Ostern unseren Computer für eine Fehleranalyse abgegeben. Nach einigen Wochen des Wartens, wo uns zugesagt wurde, dass wir angerufen werden, wenn der Computer abholbereit ist, entschlossen wir selbst hinzufahren und nachzufragen, wann der Computer zum Abholen bereitsteht. Sofort konnten wir diesen dann doch mitnehmen. Als wir diesen jedoch mitnahmen, bemerkten wir zu Hause, dass sämtliche Komponenten im Computer fehlen. Betroffen waren Festplatte, Arbeitsspeicher und Grafikkarte, die fehlten. Wir beschlossen daraufhin, den Filialleiter zu konfrontieren bezüglich der fehlenden Teile. Er konterte mit den folgenden Worten: Die meisten Kunden holen ihre Computer sowieso nicht mehr ab und melden sich dementsprechend auch nicht mehr. Ich frage Sie hiermit persönlich, ob man das rechtfertigen kann, dann die Komponenten des Computers von einem Kunden zu entwenden, ohne vorher Bescheid zu geben. Nach einigen Monaten bekamen wir die Festplatte, die laut Aussage des Filialleiters im Müll lag. Die Arbeitsspeicher bekamen wir wieder zurück, doch nur die Grafikkarte fehlt bis heute. Ich wiederhole nochmals, abgegeben wurde der Computer zu Ostern. Zudem haben wir auch keine Entschuldigung bekommen. Die Grafikkarte, in Klammern Nvidia GeForce 9800 GT mit 1 GB, würde er uns jedoch ersetzen für eine ATI His 4870 mit 512 MB. Laut Aussage des FIA-Leiters, heißt es, dass die Grafikkarte besser sei. Das besagte Modell, welches er unter den Tresen in seiner, in Klammern, Grabbelkiste rausholte, war verstaubt, hatte Gebrauchsspuren mit vielen Kratzern und ist mit einer GeForce 9800 GT nicht wirklich zu vergleichen. Denn eine GeForce ist für Gamer ausgelegt. Da ich Gamer bin, kommt bei mir nichts anderes rein und mit ATI kann ich nichts anfangen, da diese auch nur 50 Euro kostet. Des Weiteren kann er mir, wenn ich sie annehmen würde, auch keine Garantie geben und wer weiß, wer die Grafikkarte schon hatte und wo sie überall war. Ich fragte bezüglich der Grafikkarte, ob er nicht dieselbe hätte oder eine andere bestellen könnte. Seine Antwort daraufhin lautete, dass das Produkt nicht mehr zu bestellen sei. Dann fragte ich, ob es jedoch möglich sei, eine andere GeForce zu bekommen. Die Antwort war, dass er keine GeForce zurzeit da hätte. Ich schaute bei ihnen auf die Website im Shop und sah die. Ah, genau, und sah das Produkt GeForce GTX 650 Ti Golden Sample mit 1 GB.
Da die GeForce 9800 GT derzeit im Preis bei 100 € liegt und diese Grafikkarte bei Ihnen nur 20 € mehr kostet, ja genau. Ich fragte den FIA-Leiter, wie es damit aussieht. Und er sagte mir, dass er diesen bei Ihnen. Ach ja, ich verlese mich voll, tut mir leid. Ich fragte den FIA-Leiter, wie es damit aussieht, und er sagte, dass er das nicht entscheiden kann bei einem Preis von 119,99 €. Der besagte Montag war vor genau einer Woche rum und ich hörte immer noch nichts. Ich sehe mich gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. Wegen Diebstahl und Unterschlagung sollten wir keine Lösung finden. Doch bevor ich diesen Weg wähle, möchte ich hiermit bei Ihnen über eine mögliche Lösung des Sachverhalts einig werden. Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus und erwarte eine baldige Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Also, nachdem ich diesen Brief abgesendet habe, kam direkt am Dienstag, also nach einer Woche und einem Tag, der Anruf von diesem FIA-Leiter, und er sagte mir dann direkt, ja, die hätten sie ja schon vor einer Woche abholen können und so weiter. Naja, und dann habe ich so gesehen die Karte abgeholt, und da wollte er mich auch nochmal übers Ohr hauen. Und zwar wollte er mir keinen Kassenzettel geben, beziehungsweise dass ich dann halt keine Garantie mehr hätte. Aber ich habe ihn halt dann trotzdem bekommen. Er hätte mich sonst einfach so gehen lassen aus dem Laden. Das ist eine richtig dreiste Aktion. Deswegen, Leute, ich sag nur, passt auf euren Scheiß auf. Und ja, das war es jetzt erstmal von mir. Wie hat es euch gefallen? Sagt es mir. Also, ne, jetzt nur noch mal zum Vergleich: Ich habe eine 9800 GT quasi getauscht gegen eine GeForce GTX 650 Ti Golden Sample mit 1 GB. Ist doch ein cooles, ja, ein cooles Angebot gewesen, oder? Ein guter Tausch. Also, was haltet ihr von der Geschichte? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt es mir rein in die Kommentare. Und das war's von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Abonniert.